Streiche mit gedrückter linker Maustaste über den Huf, um den Schmutz zu entfernen. Aber nicht den V-förmigen Strahl berühren. Ostwind ist dort super empfindlich. Um den Huf zu wechseln, klicke mit der linken Maustaste auf eins der Hufsymbole. Deine Hufe sind wieder tipptopp, Ostwind. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Streiche mit gedrückter linker Maustaste. Ostwind hat Bereiche, an denen er besonders gerne gestreichelt wird. Finde sie. Drehe die Kamera, indem du die Maus an den linken oder rechten Bildschirmrand bewegst. Streicheleinheiten. Du siehst total glücklich aus. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Mika, sei so gut und bring diesen Korb mit Essen zu Herrn Kahn. Eigentlich macht Sam das immer. Aber er ist mal wieder nicht zu finden. Ist gut, Oma. Ich nehme Ostwind mit. Der braucht ein bisschen Bewegung. Mach das. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass sein Talent verschwendet wird, wenn er auf seiner Koppel steht und keine Turniere reitet. Glücklich wird er dabei aber auch nicht werden. Aber erfolgreich. Egal, du solltest dich beeilen, Mika. Sonst ist Herr Kahn vielleicht nicht mehr da. Bin schon weg, Oma. Bringe den Korb schnell zu Herrn Kahns Wohnwagen, Mika, bevor er weg ist. Danke, Mika. Auf dich ist eben Verlass. Ich habe euch ein paar deiner Lieblingsabschnitte markiert. Reite sie ab, so schnell du kannst. Geh fliegen, Mika.
Großartig. Ihr seid wirklich geflogen. Ihr könnt die Strecke jederzeit wiederholen und eure Zeit weiter verbessern. Manchmal musst du ganz bestimmte Aufgaben erledigen, um Ostwind glücklich zu machen. Die benötigten Aufgaben sind dann farblich hervorgehoben. Positioniere die Heugabel über einem dreckigen Strohhaufen und klicke mit der linken Maustaste, um ihn aufzunehmen. Bewege die Heugabel anschließend über die Plane und klicke erneut, um die Gabel zu leeren. Positioniere die Heugabel über dem frischen Strohballen und klicke, um Heu aufzunehmen. Klicke dann auf eine freie Stelle in Ostwinds Unterstand, um den Boden dort mit dem frischen Stroh zu bestreuen. Verteile das Stroh so dicht wie möglich. Du kannst aber kein Stroh übereinander legen. Da kannst du doch kein Heu hinlegen, Mika. So, der Frühjahrsputz ist beendet, Ostwind. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Mit den Pfeiltasten kannst du auf der Koppel herumlaufen und dich mit der Maus umsehen. Mit der rechten Maustaste kannst du bis zu 3 Markierungen für Ostwind setzen. Er wird dann dorthin laufen. Mit der linken Maustaste lässt du Ostwind Kunststücke machen. Je mehr du mit Ostwind herumtollst, desto glücklicher machst du ihn. Na komm schon, Ostwind. Hierher, Ostwind. Lauf. Hierher, Ostwind. Das war ein Riesenspaß, Ostwind. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Erinnerst du dich noch daran, wie du mit Ostwind für die Kaltenbach Classics trainiert hast? Na klar, das war ganz schön ätzend. Zum Glück hat dein Großvater das Training extra auf uns zugeschnitten. Ja, er hat halt damals schon gespürt, dass ihr beide so gar nichts mit Turnierreiten am Hut habt. Stimmt, aber wir haben es ja trotzdem gut hingekriegt. Ich glaube, ich werde mit Ostwind mal wieder ein bisschen springen üben. Mein Großvater hat bestimmt noch die alten Übungshindernisse rumliegen. Perfekt, dann bis später. Ich habe die Trainingssprünge von damals wieder auf Vordermann gebracht und sie im Gelände verteilt. Versuch dich mal daran. Der Hammer! Du und Ostwind seid wirklich ein gutes Team. Kein bisschen eingerostet. Dieses Mal habe ich es ein bisschen schwerer für euch gemacht. Mehr Hindernisse und kürzere Abstände.
so, Ostwind. Gut gemacht. Du und Ostwind werdet immer mehr zu einer Einheit. Ich bin stolz auf euch. Hey, Ostwind. Wie wär's, wenn wir mal wieder ausreiten, ohne irgendwas für andere machen zu müssen? Deine Hufe sind wieder tipptopp, Ostwind. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Ich bin gerade am Trainingsgelände vorbeigekommen. Da habe ich wieder an die Kaltenbach Classics denken müssen. Oh, das war ein Tag. Erinnere mich bloß nicht daran. Meine Oma hat ja bis zuletzt nicht geglaubt, dass Ostwind zu was zu gebrauchen ist. Umso überraschter war sie dann aber, als sie euch zum ersten Mal springen gesehen hat. Die unorthodoxen Trainingsmethoden von deinem Großvater haben sowas von eingeschlagen. Auch wenn meine Oma das nicht wahrhaben will. Was meinst du, Mika? Ohne den Sturz damals, da hättet ihr locker gewonnen, oder? Das kannst du aber glauben. Pass mal auf, was Ostwind und ich drauf haben. Na dann los. Das ist die offizielle Strecke der Kaltenbach Classics. Mal sehen, was ihr drauf habt. Hab ich's doch gewusst. Ihr zwei seid einfach Weltklasse. Sag mal, Mika, diese Geschichte damals, dass du mit Ostwind über das Auto deiner Eltern gesprungen bist, das war doch geflunkert, oder? Was? Geflunkert? Gar nicht. Das war die volle Wahrheit. Du hast doch gesehen, was Ostwind und ich drauf haben. Ja, schon, aber ein Auto. Ist auch nur ein Hindernis. Jetzt bin ich aber gespannt. Die Hindernisse werden immer schwieriger. Mal sehen, ob du das schaffen kannst. Also, das war sowas von der Wahnsinn, Mika. Ich hab meinen Augen kaum getraut, wie ihr zwei da drüber geflogen seid.